Jahres. Ja, dann die grundlegenden Verhaltensregeln haben Sie auch immer ganz gerne erklärt hier. Die Verhaltensregeln? Ja. Ja, genau. Es ist wichtig. Ich sehe viele Bekannte da hinten in der letzten Reihe, alles Künstler. Ne? Es ist so, dass Künstler, das ist so eine spezielle Sorte von Mensch, es ist so, dass die mit viel Liebe immer auf die Bühne geholt werden müssen, sonst funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Und das haben Sie auch bestimmt schon mal festgestellt, wenn Sie irgendwo hinkommen, in ein Gespräch mit irgendjemandem und der ja, ist dann so ein bisschen gelangweilt. Das funktioniert irgendwie nicht, das macht einen befangen. Und deswegen ist es eine gute Tradition in diesem Hause, dass wir die Künstler mit Applaus überschütten, wenn sie auf die Bühne kommen. Das ist super, super wichtig, denn sie kommen dann irgendwie ein bisschen entspannter auf die Bühne, können besser performen, dann haben sie mehr von dem Abend, dann haben sie wieder mehr Applaus, dann kommt der nächste Künstler. Das schaukelt sich alles hoch, bis wir am Ende des Abends in einem kollektiven Orgasmus hier den Abend beschließen können. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Und wir üben das. Standardmäßig üben wir das an einem Beispiel, damit sie einfach nicht, auch damit die neuen Zuschauer und Zuschauerinnen sich nicht erschrecken. Und wir machen das anhand eines Beispiels. Und zwar würde ich mal unseren Video mal nach vorne bitten. Holger, kannst du bitte mal kommen? So. So, einmal. Ja. So. Das war ja schon gar nicht schlecht. So. Liebes Publikum. Er ist Cineast. Sein Leben spielt sich ab in 25 Frames per Second, was so richtig diese Cinema-Attitude hat. Er hat ein fast videoerotisches Verhältnis zu seinem Equipment. Manchmal haben wir Fotografen, die hierher kommen, die haben so eine kleine Tasche dabei. Wenn der Holger kommt, fährt er mit einem Truck vor und dann werden hier Kisten reingebuckelt und wir werden verdrahtet und dann schleppt er Zeug da hoch. Hammer. Da, wo andere Männer in ihrem Spind Fotos hängen haben von Heidi Klum und Cindy Crawford, hat er Fotos hängen von Steven Spielberg und Heinz Sielmann. Neulich hat er mir bekannt bei einem Bier, dass er sagt, dass seine Frau würde ganz gerne mal wieder in Urlaub fahren, aber er hat diese Kamera gesehen und er weiß noch nicht so genau. Und wenn Sie jetzt applaudieren für einen Mann, der es wirklich verdient hat, der wirklich dafür sorgt, dass das ganze Videoprojekt nicht ausstirbt, dass er wirklich dafür sorgt, dass unsere Künstler mit tollen Videomaterial nach Hause gehen können, dann halten Sie nichts zurück. Vergessen Sie alle Regeln des guten Anstandes. Schreien Sie, johlen Sie, klopfen Sie, trampeln Sie, machen Sie sonst irgendwas. Vergessen Sie für einen Moment, dass wir stieselige Norddeutsche sind, die ihren virtuellen Besenstiel mal aus dem Arsch gezogen, also aus dem Hintern gezogen werden kriegen müssen. Und drehen Sie bitte komplett durch für den Roland Emmerich der Kleinkunstszene, Holger Aßmann! Ja. Das war das. Ja. Und so geht das weiter. Genau. Sehr schön.